Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute kommen wir zum zweiten React. Die liebe Saskia hat sich doch mal gewünscht, dass ich Best of Happy Wheels reagiere, Best of Hardy. Da freue ich mich natürlich enorm drauf. Ja, ich als Pizza Meat, kann man eigentlich schon sagen, Suchti? Ich kenne die wirklich von Anfang an. Ich kenne sogar die allerersten Let's Plays. Ich kenne alles. Ja, man kann Suchti sagen. Zum Beispiel Altes Live, wer es von euch geguckt hat, oder Rust oder The Forest oder. Das sind so Playlisten, die ich jetzt schon bestimmt jeweils immer so 10-mal oder so angeguckt habe. Und ja, gerade weil ich jetzt Altes Live gerade auch nochmal von Pete Smith angucke, schwebt man doch ein bisschen so in der Vergangenheit und freut sich dann doch hier und da mal, dass der Hardy noch mit dabei ist. Und ja, wir gucken uns einfach mal Best of Happy Wheels an. Hab ich auch sehr genossen, das Projekt. War unfassbar geil. Durch Hardy habe ich übrigens mit Happy Wheels mal eine Zeit lang angefangen. Hat mir enorm viel Spaß gemacht. Und ja, wir gucken mal Hardy an. Wie er sich so gibt. Best of Happy Wheels. Da 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 Ja, weg mit dem Kind, genau. Ah! Oh, scheiße. Ja, für die Leute, die Happy Wheels nicht kennen, es ist ein bisschen brutal. Ja, man sieht hier mal hier und da ein paar Bockwürstchen rausfliegen und lecker Schinken. Und das Kind, was man als Radfahrer, als Papa-Radfahrer mitnimmt. Wie kann man Happy Wheels für die Leute erklären, die es noch nie gespielt haben? Es ist ein Jump'n'Run. Kann man schon fast sagen, man muss von A nach B kommen und man muss Hindernisse ausweichen. Obwohl es auch Level gab, die hat Hardy auch gezockt, wo man zum Beispiel sich nicht bewegen kann, aber mit einem Schwert zum Beispiel andere Mannequins, ich sag's mal, aufspießen muss. Und ja, ist ein sehr, sehr lustiges Spiel, wenn man selber spielt. Wenn man nicht so der große Freund von so viel Brutalität ist, sollte man sich das vielleicht nicht unbedingt geben, aber sonst ganz cool. Mir gefällt. Übel. Oh, Poppy. Oh ja, ich mach den Disco-Move, Junge, die Disco-Raupe. Schaufel-Bagger-Style. Ja, weg mit dem Kind und fahr einfach weiter. Oh fuck. Ich halte mich an der Frau fest. Frau wird mich retten. Nein! Oh ja, nimm mich hart. Oh. Ich hab dich! Hätte er mal in dem Moment nicht der Frau vertraut, ne? Hätte er sich mal nicht an der Frau festgehalten. Ja, manchmal. Das erinnert mich gerade an ein Video. In Amerika gibt's ja diese Pranks. In Amerika würde ich Pranks eh nie machen. Aber wo sich zum Beispiel einer als Clown verkleidet. Oder als Chucky die Mörderpuppe. Würde ich never ever in Deutschland okay. Aber in Deutschland so in bestimmten Gegenden würde ich das jetzt auch nicht machen. Aber in Amerika hat da irgendwie jeder. Selbst der Hund läuft mit Waffe rum. Selbst die Katze kann man zum MG umbauen innerhalb von 2 Sekunden. Also da Pranks machen, ich habe ja auch schon Videos gesehen, nie auf YouTube, auf anderen Videoplattformen. Da sind Pranks extrem in die Hose gegangen, deshalb gibt es die nur auf diesen Videoplattformen. Würde ich in Amerika nie machen. Und also, da war eine Situation übelst geil, ein Parkhaus. Und was macht der Kerl? Also da kommt, ich glaube von The Nun war das, kommt so Entschuldigung, Raucherlunge. da kommt die so rausgelaufen langsam, und was macht der Kerl? Der war sogar,
glaube, er war sogar Sportler. Ich glaube, er hatte sogar eine Sporttasche und hier die Freundin. Was macht der Kerl? Schubst die Frau zu der Nonne und der rennt weg. Und dann gibt's noch ein Video, das habe ich sogar vor 2 Tagen gesehen. Ich gucke solche Pranks übrigens gerne an. Auch wenn ich das hier und da ein bisschen assi finde, weil gerade so bei älteren Herrschaften und bei älteren Damen, finde ich, geht's ein bisschen zu weit, weil man weiß einfach nie, ob die herzkrank sind. Ja, auch ich weiß, auch ein jüngerer Mensch ist, kann herzkrank sein. Aber ich sag mal, wenn so ein cooler Jugendlicher hier von wegen, jo, ich bin hier voll der Gangster, ich verkloppe jeden, wenn so einer mal geprankt wird und sich einscheißt, ganz ehrlich, dann lacht doch jeder. Und dann gibt's aber noch ein anderes Video, das fand ich geil. Auch, glaube ich, in der Tiefgarage kommt er wieder The Nun von der Seite. Was macht der? Der Kerl war so dünn, ne? Man dachte, es wäre ein 2D-Modell. Aber nee, der war 3D. Der war wirklich so dünn. Und der packt seine Freundin und rennt weg. Und der Bodybuilder schmeißt die Freundin. Ah, nee, das war cool. Das war schon ein bisschen witzig. It's Lady. Oh Gott. Oh. Aua. Ja. Alter! Wie herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Und ihr habt schon gemerkt, wir sprechen heute ein bisschen Français. Franze? Und ich dachte mir, ich habe in den Kommentaren gelesen, ein paar Leute haben sich gewünscht, dass ich ein bisschen Français rede. Und da habe ich mir gedacht, Danny, das tust du doch jetzt einmal. Und ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten werde, aber ich werde... Ist übrigens ein echter Bart, weil Hardy war ja mehrmals im Knast und da ist der Bart gewachsen. Und da hat er sich gleich gedacht, gut, kann ich gleich mal die Rolle als Franzose übernehmen. Mein Bestes geben. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Aber mein Mustache juckt manchmal ein bisschen, aber lasst euch davon nicht stören. Ach, ist das geil, ey. Ah, ist das cool. Wir fangen direkt mit One Jet Right an. Kann ja... Ja, genau sowas. Genau, das kenne ich noch von Hardy. Oh mein Gott. Es ist einfach zu schlimm. Oh mein Gott, Leute, dieses französische... Wo sind die Hardy hin? Hä? Wer ist denn das jetzt? Ah. Da wurde hier, glaube ich, gecuttet und jetzt übernimmt jemand anders. Also gerade war der Hardy, saß der Hardy noch in der Facecam, ja. Einfach weg. Wie geil der Bart. Boah, eine fette Ninja Braut. Bam in your face. Oh no! Alter, der hat mir ein komisches Teil in die Eier gesteckt! Der hat mir das Teil in die Eier gesteckt! Oh Gott! Jetzt hab ich so ein Teil in den Eiern stecken! Oh mein Gott! Nein, was ist das? Wieso sind meine Hände da unten? Wieso spiele ich mal in den Eiern rum? Oh! Lecker! Ah, schön das Bein da reinmachen. What the fuck? Okay, Jetdüsen in Position bringen. Das ist ein großer Schritt für einen Penner. Oh, herzliche... Hä? Was ist das für ein Level? Wieso denn? Wieso? Wie? Wieso? Sie lebt doch noch. Oh, was macht zum Teufel eine Abrisskugel da? So. Nein, wieso denn der Kopf? Wieso nicht mein Arm oder das Kind oder was weiß ich? Ey, das ist sogar ein Dings, ne? Ist extra für Hardy gemacht, ne? Stand da gerade irgendwas? Arm oder. Ja, den Hardy. Irgendwas mit weiten Level. Erden Hardy. Ja, kenne ich leider nicht. Schade. Das Kind oder was weiß ich was. Aber warum mein Kopf? Okay. Jetzt geht's. Für den Hardy bestimmt. Ah. Ja. Weiteres Level für den Hardy. Aber ich hab die geilsten Moves drauf. Alter, was ist das? Sind das Pickel, die nie ausgedrückt worden sind? Mach die Disco-Raupe rückwärts. Ah, da geht er so in die Hocke. Oh ja, ich vögel mein Pogo-Stick.
Oh ja, ich hab ihn so lieb. Oh, ja. Achso, und jetzt, übrigens, wenn sich Leute fragen, jetzt trägt der Hardy ein, das ist jetzt ein aufgeklebter Bart hier unten. Das ist jetzt nicht mehr sein richtiger Bart, ne? Weil der ist jetzt aus dem Knast schon raus und jetzt ist es ein aufgeklebter Bart. Der Bart vorhin, der Oberlippenbart war nicht aufgeklebt. Der ist jetzt aufgeklebt. Hat er Schamhaare genommen, so wie ich das immer mache. Rausreißen und dann dran tackern, dran kleben, ne? Football, ich kann nicht richtig reden mit dem Hardy. Na, da. Okay, also. Miau! Miau! Das fand ich immer am geilsten, ne? Mutti, die Sword in den Po! Das war auch immer cool, ey. Ach, schön. Loading Sound! Alter! Alter! Juhu! Ja! Miau Power! Ja! Oh Mann, was ist denn das? Also ich finde das echt gefallen. Gut, dass die für gesorgt haben, dass das Spiel nicht zu brutal ist. Finde ich echt gut. Ist, ja, ich würde sagen, USK 6 könnte man schon machen. Man lernt ja hier auch was. Und zwar, was lernt man hier? Vertraue, ja, nee, es klingt falsch. Das versteht ihr falsch. Wenn ich sage, vertraue in so einer Situation niemals eine Frau, klingt wieder falsch. Was lernt man hier eigentlich? Achso, wie der Körper von innen aussieht, ne? Also, ne? Viel Spaß! Das ist Wissen to go! Viel Spaß fürs Zugucken! Hey, ich bin heim! Das sieht so pervers aus mit dem... Alter, was machen die beiden denn da hinten, ey? Was muss ich denn da für Leute durch die Gegend fahren? Nee! Ja. Alter, so! Das ist ja aber mal... Oh, geil! Der aber illegal, was die hinten treiben. Scheiße, fuck man, ey. Fuck! Oh Mann! Ich hab von Freund und der hat's von anderen Freund und der hat's von anderen Freund und der hat's wieder von anderen Freund. So ein Taxi gibt's wirklich. Mehr sage ich dazu nicht. Ey, was ist denn das? Ich muss das jetzt nicht zum 25.000. Mal neu starten, oder? Oh, das liegt jetzt aber gefährlich. Oh mein geil. Ah, der reitet auf dem! Wie geil ist das denn? Ah! Du kleine Schlampe, komm her, ja! Ah, nein! Das ist sein 11. Kind gewesen. Das dauert. Ja, oh, da ist er. Ah, Justin Bieber. Ah, ich krieg dich. Du kleine Nutze. Oh. Ja, der war auch nicht mal gesund aus mit seinem Bein. Mein Bein tötet. Will wenigstens einmal kriegen. So ein geiles Spiel. Ja. Nein, jetzt halt ihn doch fest, du Schwuchtel. Ah, du kriegst mich nicht. Ich bin eine kleine Schwuchtel. Ich schlüpf durch jedes engste Loch, weil ich bin. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich, du kleine Schwuchtel. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ja. Oh, ja. Ja. Alter. Ja. Los jetzt. Oh, gib's mir. Bam. Immer auf die Kugeln drauf. Oh. Ist das pervers, ohne Scheiße. Wollte ich gerade sagen, nee, bitte nicht. Ah, wie geil, ey. Wieder drauf, ey. Wollte ich da immer drüber? Ach ja, und die schönen Aufnahmen hier, ne? Adventure Maps mit Hardy. Die eine Map, wo die den großen Turm gibt. Die meisten von meinen Zuschauern wissen das, glaube ich, gar nicht, aber. Klein. Ich lasse immer noch laufen. Geil! Ah, ist das cool, ey. Ach, ich feier das. Ach, nee. Der Hardy. Ach, den vermisse ich doch irgendwie ein bisschen. Ich glaube, das war das erste Mal. Ich bin ja eigentlich sonst nie so, dass ich jetzt so... Ja, wenn bei meinen Lieblings-YouTubern was passiert. Ich kenne zum Beispiel eine, die eskaliert komplett.
die liegt dann gefühlt fast schon im Krankenhaus, weil die kann niemand mit der Welt. Wenn jetzt, ne, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn irgendwas mit irgendjemandem passiert, so Pflaster zum Beispiel, ne, wenn ein gewisser Star ein Pflaster hat, Unmacht, so, oh nee, das, nee, mein Star, mein Liebling. Eigentlich bin ich so überhaupt gar nicht, aber ich muss sagen, bei Aufbruch saß ich ohne Scheiß, ich habe mir so 50 Mal gegeben. Ich konnte das schon nachsynchronisieren und dachte mir, es kann jetzt nicht sein, ne? Ich dachte so, Scheiße, was soll ich denn jetzt machen, wenn Hardy weg ist? So, ich dachte auch so ein bisschen Pete Smith, okay, wird ein bisschen runtergehen, aber die haben sich echt gefangen und ich mag die Jungs immer noch. Ist natürlich immer noch, ja, also Hardy, schade eigentlich, ne? Aber jeder muss dann, ey, guck mal, ich kann meine Maus auf die Maus von Hardys legen, aber ihr seht ihn nicht. voll schade, wie schon gesagt, das war das erste Mal, dass ich so bei meinem Liebling dann wirklich so dachte, ja, mein Leben ist vorbei. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber sonst bin ich eigentlich nie so. Aber das war wirklich so, wo ich dachte, Scheiße. Heftig. Ja, ich hatte mal eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, also schon ein paar Jahre schon her, ne, die gute Dame, die ich meinte, da ist mit dem Star nichts Schlimmes passiert. Ich weiß gar nicht, noch nicht mal mehr welcher. Ich glaube, es war ein Rockstar irgendwie, keine Ahnung, irgendein Sänger. Nichts Schlimmes, überhaupt gar nichts Schlimmes. Wirklich nur ein Kratzer oder so. Also, der ist zwar ins Krankenhaus gekommen, aber die Ärzte haben gesagt, da war nichts. Der kam sogar an den Abend wieder raus. Und Real Talk, die gute Dame, ist zusammengebrochen. So, wo ich so dachte, hä? Was ist denn jetzt los? Die hat mir ja so dann erklärt, ja, mein Lieblingsstar, um Gottes Willen, nee, das halte ich nie aus, so. Ich kann mich bei meistens gar nicht in sowas hineinversetzen. Ich verstehe zwar solche Leute, klar, so, also nee, irgendwie verstehe ich die Leute. Nee, es wäre gelogen. Wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich die verstehe. Bei Aufbruch war es halt bei mir so emotional, war es halt so, ja, habe ich mir so gedacht, okay, was wird jetzt mit Pete Smith? So, deshalb war ich so ein bisschen geknickt, weil die gehörten alle für mich immer zusammen. Ganz eng. Und, aber wenn dann so Leute anfangen, so einen Unmachtanfall zu bekommen, weil irgendein Popstar irgendwie im Krankenhaus ist, aber nichts schlimm. Wenn was Schlimmes passiert ist, dann verstehe ich das komplett, aber wenn, keine Ahnung, der Star irgendwie einen Kratzer hat, gar nichts, irgendwie nur irgendwie mal kurz umgeknickt ist und dann Leute vom Fernseher dann so ohnmächtig werden und da denke ich mir immer so, oh Alter, da ist doch jetzt nichts passiert. So, sowas verstehe ich, so habe ich, weiß ich nicht. Also das finde ich dann schon echt so, ich hatte mal damals einen, da war ich zu meinen 10, da könnte ich sogar mal eine Wii, eigentlich könnte man darüber mal eine Wii-Life-Story machen. Der war absoluter Justin Bieber-Fan und, wann denn noch? Da war ich 10, den Namen kann ich sagen, Justin. Also, ne, der war sogar noch jünger, ich glaube, der war 8 oder 9. Also von da, den Namen kann ich ruhig sagen. Und da ist Justin Bieber? Doch, Justin Bieber-Fan. Ja, der war da irgendwie, der ist egal, der hatte sein gesamtes Zimmer, aber wirklich, man hat keine Wand mehr gesehen, nur Fotos von Justin Bieber, wirklich nur Fotos von Justin Bieber, wenn es Justin Bieber war, ich weiß es nicht mal. Und da war irgendwas und an dem Tag war ich sogar bei ihm so, wir waren draußen und der wollte unbedingt hier so ein Live-Konzert oder irgendwas, wollte der unbedingt angucken und das ist ausgefallen und da hat er wirklich so 2 Stunden lang geweint und ich so, ja, ist doch nicht so schlimm, ist doch nichts passiert, ist halt ausgefallen so und der so, hey, du verstehst mich nicht. Ich so, okay, ich gehe jetzt. Wesentlich, ich kann mich in sowas nie hineinversetzen, so, keine Ahnung, Ich bin, was Familie angeht, bin ich ultra emotional. Also, ich bin so, keine Ahnung, was Familie angeht, Bekannte angeht, dann da werde ich ultra emotional. Aber so ein Star, wenn der mal so,
sein Knie verdreht hat und 2 Tage später aus dem Krankenhaus rauskommt und da war überhaupt gar nichts, weiß ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Na gut. Wie schon gesagt, wenn bei Stars wirklich was passiert oder wenn großer Star stirbt, wie Michael Jackson, verstehe ich absolut die Anteilnahme. Das verstehe ich absolut. So, weil viele Lieder wirklich Menschengruppen zusammengebracht haben und man sich in viele Lieder auch hineinversetzen konnte und viele Lieder auch in gewissen Situationen rausgeholfen haben. Da verstehe ich das absolut. Aber wenn der Star mal hier, keine Ahnung, mal hier einen Kratzer bekommen hat, sorry. Ja gut, ich habe wieder viel zu lang gezogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben, wie ihr das so seht, wenn mal mit eurem Star, wenn euer Star mal einen Kratzer hat, ob ihr auch so eher die Schiene seid, ja, ich kippe jetzt um, ich brauche einen Notarzt, oder ob ihr sagt, ja, er hat halt einen Kratzer. Ist halt jetzt so. Würde mich mal interessieren, wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.